Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich möchte Ihnen heute zeigen oder eine Möglichkeit zeigen, wie man die Langzeittauglichkeit der Eingangsboxen von verschiedenen Geräten ein bisschen garantieren kann oder wenigstens verlängern kann. Diese N-Boxen, die ich hier zum Beispiel beim Signalgenerator habe oder beim Spektrumanalyzer, die benutze ich sehr häufig und hier wird sehr vielfach immer wieder Stecker, Adapter, Kabel angeschraubt, weggeschraubt und diese Boxen, die leiden doch mit dem Alter ziemlich stark. Und es ist doch, man kann das natürlich auseinanderschrauben und hier eine neue Buchse einsetzen, aber einfach wäre es, wenn man doch einen Adapter eigentlich einschlaufen könnte, damit dann dieser Adapter als Verschleißstück dient und der eigentliche Gerätestecker, die Gerätebuchse nicht mehr beansprucht wird. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Und die berechtigte Frage ist natürlich, ja gut, wenn ich so einen Adapter einschlaufe, dann habe ich dann sofort auch Verlust. Das ist berechtigt und das werden wir natürlich überprüfen. Ich würde mal sagen, es braucht vielleicht halt nicht ganz die billigste Version von Adapter, dann geht das sicher. Ich werde Ihnen das zeigen und werde auch den Verlust mal aufzeichnen. Der Adapter oder die Adapter, die ich Ihnen zeigen möchte, ist schlicht eine N-Stecker zu N-Buchse Adapter. Das ist alles. Und genau diese Adapter, ich habe hier mehrere von diesen Adapter mal gekauft. Ich habe in meinem Labor hier 3 solche N-Stecker-Anschlüsse, N-Buchsen. Das ist einmal beim Spektrumanalyzer, einmal beim Testgenerator des Levelpegel-Messgerätes und dann auch noch beim Signalgenerator-Ausgang. Und bei jedem dieser Teile möchte ich so einen Stecker anschließen, um die Gerätebuchse eigentlich vor Verschleiß zu schützen und dieses Teil als Verschleißteil einzusetzen. Und jetzt gehen wir mal zur Verlustmessung. Ich denke, das ist das Entscheidende. Ich werde für diese Verlustmessung einen Diodenmesskopf einsetzen, den ich hier einschlaufe, anschließe und dann auf dem Levelpegel-Messgerät den Verlust respektive die Messung mache ohne Adapter. So, das ist der Verlust oder die Ungenauigkeit des Signalgenerators ohne Adapter. Also wir haben 0,032. Ich habe da die höchste Auflösung eingestellt, also 0,032 dB. Das ist quasi nichts. Also 300stel Dezibel, das ist die Ungenauigkeit des Signalgenerators. Und jetzt werde ich den Adapter einschlaufen und vergleichen. So, dann habe ich die Anzeige mit eingeschlauftem oder eingeschraubtem Adapter. 0,036, also die Abweichung ist lächerlich klein, das ist eigentlich bestimmt innerhalb der Messungenauigkeit oder Messunsicherheit oder der Schwankung des Signalgenerators. Ich habe 0 dB Amplitude eingestellt, also das ist eigentlich kaum als Abweichung zu bezeichnen. Also dieser Adapter oder Übergang zwischen Buchse zu Buchse ist durchaus ein Gerät oder ein Adapter, den man permanent auf diesen Geräten lassen kann. Also der schützt dann langfristig halt doch vor Abnutzung und sollte doch eine Abnutzung entstanden sein, wechselt man halt einfach den Adapter. Das ist sicher günstiger, schneller und billiger, als wenn ich das Gerät aufschrauben muss und dort eine neue Buchse einsetzen muss. Bei einem, vielleicht dem Signalgenerator habe ich gesehen, geht es einfacher. Beim Spektrumanalyzer dürfte es sehr kompliziert werden. Also je nach Gerät kann man auch noch abwägen, welches die bessere und langfristig gültige Lösung ist. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.